Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Reaktion. Frauen sind super schöne Wesen, deswegen freue ich mich sehr auf das Video. Heute reagieren wir auf 8 einzigartige Frauen, die es wirklich gibt. Falls ihr mich hier noch nicht abonniert habt, könnt ihr das super gerne tun. Kommt jeden Tag krasser Content, außer am Samstag, wo das Hauptvideo auf meinem Hauptkanal kommt. Hier bei Wissenswert. Wir zeigen euch heute 8 einzigartige Frauen, die es wirklich gibt. Mit dabei sind Frauen, okay, deren Geschichten einfach unglaublich sind und Mütter, die Einzigartiges geleistet haben. Wir zeigen euch aber Mütter sind sowieso die Besten. Frauen, die unvorstellbare Dinge können und mit ihrem Aussehen alle Blicke auf sich ziehen. Es wird also sehr interessant, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns an der Stelle doch mal in die Kommentare, welche Frau in eurem Leben euch am meisten beeindruckt hat. Wir sind gespannt. Meine Mama. Beginnen wir unser Video mit einer Frau, die in den Medien als Mama Uganda bezeichnet wird. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn Mariam Nabatanzi aus Uganda hat insgesamt 44 Kinder zur Welt gebracht. Boah. Und das bei gerade mal 15 Geburten. Das macht sie wohl zu einer der einzigartigsten Frauen der Welt. Sie gebärt im Schnitt 3 Kinder pro Geburt. Möglich ist diese Kinderschar nur, weil Mariam Nabatanzi fast ausschließlich Mehrlingsschwangerschaften hatte und mehrfach Drillinge und sogar Vierlinge zur Welt brachte. Das ist krass. Nur ihre letzte Tochter soll als Einzelkind geboren worden sein. Was unglaublich klingt, haben die Behörden bereits bestätigt und auch Mediziner haben eine Erklärung für dieses Phänomen. Mariam Nabatanzi kam nämlich mit einer genetischen Besonderheit zur Welt. Ihr Körper produziert mehr Eizellen als gewöhnlich. Leider überlebten insgesamt nur 38 Kinder, doch die liebt sie von ganzem Herzen. Mm. Sie selbst wurde übrigens von ihrer eigenen Mutter bereits im Alter von 3 Tagen verstoßen und ihr Vater arrangierte ihre Ehe mit einem 40 Jahre alten Bekannten, als sie gerade einmal 12 Jahre alt war. Was geht denn da ab? Digga, stell dir vor, du wirst mit 3 Tagen stoßen. Dieser Mann, der übrigens der Vater von all ihren Kindern ist, soll sie noch heute sehr schlecht behandeln. Mariam Nabatanzi zog deswegen die Kinder alleine groß und ist auch für die Versorgung der Kinder zuständig. Oh, das Geld Gott, für 10 Kilo Mais, 4 Kilo Zucker und 3 Stück Seife, die die Familie täglich verbrauchen, verdient sie mit dem Verkauf von Heilkräutern und dem Flechten von Zöpfen. Junge, Trotzdem hofft sie, dass alle ihre Kinder gute Schulabschlüsse erreichen und sie später mal ein besseres Leben als sie führen können. Sie selbst konnte sich übrigens mittlerweile operieren lassen und bei der OP wurden ihre Eileiter blockiert. Von den meistgebärenden Müttern... Krass, Respekt, Mann. Aber warum denn so viele? Warum? Dann kommen wir direkt zu der ältesten noch lebenden Mutter der Welt. Das ist nämlich die Inderin Eramati Mangayama. Mangayama schrieb am 5. September 2019 Geschichte, als sie im Alter von 74 Jahren Zwillinge per Kaiserschnitt zur Welt brachte. Oh mein Gott. Bis zu diesem Tag blieb ihr Kinderwunsch immer verwehrt, doch damit wollte sich die Seniorin nicht abfinden. Weil sie so gerne Mutter sein wollte, ließ sie sich durch In-vitro-Fertilisation künstlich befruchten. Hierbei half eine Eizellenspende, die mit dem Samen ihres 80 Jahre alten Mannes versetzt wurde. Ja, aber die armen Kinder, Alter, die, keine Ahnung, wie lange sie noch lebt, ich weiß nicht, wenn die halt Teenager werden, ist sie wahrscheinlich schon verstorben. Wurde. Doch weder ihrem Mann Raya Rao noch ihr selbst war die späte Geburt gut bekommen. Eramati Mangayama wurde direkt nach der Kaiserschnittgeburt wochenlang auf der Intensivstation behandelt und ihr Mann erlitt sogar einen Herzinfarkt. Oh mein Gott. Die beiden erholten sich zwar zunächst von den Strapazen, allerdings ist Raya Rao mittlerweile an einem weiteren Herzinfarkt verstorben. Die mittlerweile 76-jährige Mutter kümmert sich nun alleine um ihre beiden Töchter, doch auch sie beschäftigt sich damit, wie es in Zukunft für die Mädchen weitergehen soll. Eramati Mangayama hat inzwischen einen Freund ihrer Familie ernannt, der sich in Zukunft um die beiden Kinder kümmern soll. Wenn sich die Hamburgerin Mayra Hills in der Öffentlichkeit zeigt, dann sind alle Blicke auf sie gerichtet. Denn die 36-Jährige, die sich in den sozialen Medien Bee Shine nennt, Junge, hat wohl Z. die größte künstliche Oberweite der Welt. Jede Seite bringt ein unglaubliches Gewicht von 9 Junge, Kilogramm auf die Waage, riesig, was etwa dem Gewicht eines Autoreifens entspricht. Rückenschmerzen it in. Dabei hatte Mayra Hills ursprünglich gerade einmal Körbchengröße 70A. Das hat ihr offenbar nicht gereicht, denn in den vergangenen Jahren ließ sie sich jeweils 10 Liter Silikon pro Seite unter die Haut spritzen. Jetzt trägt sie nach eigenen Angaben die Größe 70Z und angeblich will sie ihren Umfang noch weiter vergrößern.
Dabei hat sie schon jetzt mit jeder Menge Problemen zu kämpfen. Warum? Neben chronischen Rückenschmerzen und Problemen, die richtige Kleidung zu finden, kann sie sich auch nicht mehr alleine die Beine rasieren. Außerdem besteht ständig die Gefahr, dass sie aufgrund ihres massiven Gewichts einfach nach vorne kippt. Ihren Fans ist das allerdings egal. Bee Shine hat auf Twitter über 100.000 Follower. Biggest boobs in the world. Stell dir mal, du hast die größten Brüste der und Welt. Und ist auch bei OnlyFans sehr aktiv. Johanna Nordblatt aus Finnland scheint nicht von dieser Welt zu sein und muss ein Herz aus Eis haben. Anders ist es nicht zu erklären, was die 45-Jährige leisten kann. Denn Johanna Nordblatt ist nicht nur erfolgreiche Apnoe-Taucherin. Sie ist auch Rekordhalterin im Eistauchen und schwimmt im 2 Grad kaltem Wasser unter dem Eis unfassbare 103 Meter in 2 Minuten und 42 Sekunden. Und das ohne einen Neoprenanzug. Damit schaffte sie etwas, das kein anderer Mensch vor ihr geschafft hat. Für Johanna Nordblatt scheint der Erfolg in dieser Disziplin allerdings nicht überraschend zu sein, denn die Extremsportlerin liebt das Tauchen unter zentimeterdickem Eis. Im Winter fährt sie so oft es geht an den nahegelegenen See und schwimmt ihre Bahn unter der dicken Eisschicht. Dort genießt sie die Stille in eisiger Kälte, wie andere Menschen einen wohltuenden Saunagang genießen würden. Wenn es irgendein Mann tun würde, der Penis würde zu einer Vagina werden. Dabei haben ihre extremen Tauchgänge einen traurigen Hintergrund. Johanna Nordblatt verletzte sich 2010 nämlich schwer bei einem Fahrradsturz. Ihr Fuß wurde so stark beschädigt, dass die Nerven nicht mehr richtig zusammenwachsen konnten. Ärzte empfahlen Eiswasser gegen die starken Schmerzen und sie ging fast täglich an den See, um ihren Fuß zu kühlen. Schließlich traute sie sich irgendwann mit dem ganzen Körper abzutauchen und seitdem ist das Eiswasser ihr Element. Die Schmerzen hat sie mittlerweile überwunden und sie sagt, dass sie sich nach einem Tauchgang wie neu geboren fühle. Ja, normal. Eisbaden auf einem ganz anderen Level. Diese Frau sieht auf den ersten Blick nicht gerade außergewöhnlich aus, doch wenn Samantha Ramstill den Mund aufmacht, dann sind alle anderen zu Recht sprachlos. Denn die 31-Jährige hat von allen Frauen offiziell den größten Mund der Welt. Ihre Lippen und Zähne öffnen sich nämlich um beachtliche 6,56 cm. Quergemessen ist ihr Mund sogar um die 10 cm breit und darin befindet sich Platz für zum Beispiel einen ganzen Apfel oder eine große Portion Pommes. Oder einen dicken Cock. Ihr besonderes Talent präsentiert sie ihren 2 Millionen Fans auf TikTok, wo sie mittlerweile dafür bekannt ist, sich riesige Burritos oder Burger einzuverleiben. So selbstbewusst wie heute ging sie allerdings nicht immer durchs Leben. Als Kind ist sie für ihren großen Mund oft ausgelacht und beleidigt worden und sie musste erst lernen, sich selbst zu akzeptieren. Aber guck mal, wenn man das jetzt so hier sieht, sieht man das gar nicht mal so krass. Heute träumt sie von einer Karriere als Komikerin und hofft, dass sie eines Tages sogar eine eigene Comedy-Show bekommt. Auch die Frau auf Nummer 3 zieht mit ihrem Aussehen alle Blicke auf sich. Denn Ekaterina Lisina ist groß, sogar sehr groß. Die Russin misst unglaubliche 2,06 Meter und ist damit eine der größten Frauen ihres Landes. Krass, doch erst ihre Beine machen Ekaterina zu einer echten Rekordhalterin. Ich bin so groß, wie ihre Beine lang sind. Beine der 33-Jährigen sind nämlich 132 cm lang. Ja, fast. Damit wurde sie 2018 offiziell zur Frau mit den längsten Beinen der Welt und bekam einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Wie von den Guinness World Records Richtlinien gefordert, wurde die Messung von unabhängigen Fachleuten von der Ferse bis zur Hüftoberkante vorgenommen. Damit ging für das Model mit der Schuhgröße 47 ein echter Traum in Erfüllung. Oh, übrigens, was für Riesenfüße. Es fiel auch sie schon früh wegen ihrer langen Beine auf, doch Ekaterina nutzte sie für ihren Vorteil. Als junges Mädchen schloss sie sich einer Basketballmannschaft an und zwar... Junge, das ist OP. Wie OP ist das? 2008 holte sie mit dem russischen Nationalteam die Bronzemedaille in Peking. Mittlerweile arbeitet sie als professionelles Model und hält auch den Titel als das größte Model der Welt. Den Titel Frau mit den längsten Beinen musste sie übrigens Ende 2020 an die 18-jährige Mackie Karen aus den USA. Oh mein Gott, ich kenne die von TikTok. Abgeben. Das linke Bein der Teenagerin misst stolze 1,35 Meter und ihr rechtes Bein 1,34 Meter. Damit hat sie Ekaterina Lisina knapp eingeholt und sich im letzten Jahr einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde verdient.
Kommen wir jetzt zu Gwyneth Montenegro aus Australien. Die heute 43-jährige Buchautorin wirkt auf den ersten Blick eigentlich ziemlich normal. Ja. Doch ihre Vergangenheit ist alles andere als gewöhnlich. Gwyneth Montenegro arbeitete nämlich 12 Jahre lang als Escortdame und war in dieser Zeit angeblich mit mehr als 10.000 Männern im Bett. Dabei hatte ihre außergewöhnliche Jobwahl einen traumatischen Hintergrund. What? Die Australierin kommt nämlich aus einem streng christlichen Elternhaus und wollte sich eigentlich immer bis zur Ehe aufsparen. Auf einer Party wurde sie mit 18 Jahren allerdings das Opfer einer schrecklichen Tat, in die gleich mehrere Männer involviert waren. Sie fühlte sich danach furchtbar und beschloss, den Spieß umzudrehen. Von nun an wollte sie selbst über ihren Körper entscheiden. Außerdem glaubte sie, dass sie für ein christliches Leben nicht mehr geeignet sei und sie fing an, als Tänzerin in einem Club zu arbeiten. Also sie dachte sich jetzt erst recht, Alter. Mit 21 Jahren hatte sie dann den ersten Job als Escortdame und verdiente damit bis zu 700 Euro die Stunde. Sie konnte sich von ihrem Verdienst schließlich zwar teure Luxusgüter leisten, doch das Business war alles andere als leicht. Heute rät sie jeder Frau davon ab, in dieser Szene zu arbeiten. Auch Gwyneth Montenegro beendete ihre Karriere nach 12 Jahren und 10.091 Männern. Sie schrieb später ihre Biografie und arbeitet heute als erfolgreiche Motivationstrainerin. Auch die Amerikanerin Jill Price auf der Nummer 1 beschäftigt sich oft mit der Vergangenheit. Und das nicht, weil die besonders schlimm war, sondern weil sie sich einfach an jeden Moment aus ihrem Leben erinnern kann. Und zwar lückenlos und an jede noch so kleine Begebenheit. Oh mein Gott, was? Jill Price kann sich noch genau daran erinnern, welches Kleid sie an ihrem ersten Arbeitstag getragen hat oder wie das Wetter an ihrem 40. Geburtstag war. Dabei ist es völlig egal, ob das Ereignis 2 Tage zurückliegt oder 12 Jahre. Möglich macht es das sogenannte hypertimestische Syndrom oder auch Highly Superior Autobiographical Memory, welches bei Jill Price im Jahr 2000 erstmals diagnostiziert wurde. Das ist auch das so macht OP. Die US-Amerikanerin zu einer wirklich einzigartigen Frau. Doch was bei einer Quizshow wie Wer wird Millionär wirklich praktisch sein könnte, ist für Jill Price eine Bürde. Denn die 55-Jährige kann ihre Erinnerungen nicht kontrollieren und sieht ständig Szenen aus der Vergangenheit, Ein Film vor ihrem inneren Auge ablaufen. Das ist doch absolut krank. Auch traumatische Erinnerungen erlebt sie so immer wieder neu und seelische Wunden können damit niemals ganz verheilen. Ja. Aber trotzdem hat die Amerikanerin ihren Weg gefunden, mit der seltenen Kondition umzugehen. Und das war's mit unserem Video. Junge, das würde mich ja so verrückt machen, ne? Ja, krasses Video, wissenswert. Sehr, sehr interessant. Freunde, lasst ein Like da. Ach, macht einfach gar nichts. Danke für das Video. Danke für... Ach, scheiß drauf. Haut rein, Leute, und ciao.